Hallo. Ich filme gerade das erste Mal seit Ewigkeiten wieder mit Tageslicht und deshalb hoffe ich, dass die Sonne nicht gar so wilde Sachen macht. Denn da sind so ein paar Wolken und es kann sein, dass wir jeden Moment komplett überbelichtet sind. Davon abgesehen, dass ich gar nicht sehe, was ich hier mache. Aber ich glaube, für dieses Video bzw. für den Anfang spielt das auch gar nicht so eine große Rolle. Und ja, ihr habt es ja gelesen. Ich werde meine Haare tönen. Und für mich ist es dieses Mal auch wieder besonders spannend. Spannend. Erstens, weil ich endlich wieder meine Haare färben kann. Und zweitens, weil es in eine Richtung passieren wird, die ich bis jetzt noch nicht hatte. Und hinzu kommt auch noch, dass ich Produkte benutzen werde, die ich noch nie hatte, also Direktziehermarken. Und das finde ich auch ziemlich spannend. Und in erster Linie habe ich die gekauft, weil es diese Töne nicht von Directions gibt. Beziehungsweise ich könnte sie zwar auch so oder so ähnlich zumindest mischen, aber das macht dann alles nicht so viel Sinn. Denn alles, wo man viel Geld hinzumischen muss, ist dann letztlich, glaube ich, doch teurer, als wenn ich mir gleich die Farben kaufe, die ich haben will. Ich kann euch ja hier mal so ein paar Inspirationsbilder einblenden, wie ich mir das so vorgestellt habe. Der Gelbanteil da ist, glaube ich, relativ hoch, wenn ich mich recht erinnere. So soll es nicht werden, wird es nicht werden. Aber so in die Richtung. Ich will halt ein wirklich ekliges, neonfarbenes Grün. Zum einen ist das von Manic Panic die Electric Lizard-Variante. Und die habe ich schon echt lang immer angegeiert auf Bildern. Und ich bin wirklich gespannt, wie das damit wird. Ich mache es gerade jetzt hier mal das erste Mal auf. Da ist nämlich so ein Ding drauf, wie es bei Directions nicht ist. Und wahrscheinlich töte ich mir jetzt den Fingernagel. Ich weiß, man soll sowas nicht mit den Zähnen machen. Ja. So sieht das Ganze aus. Ich finde schon sehr vielversprechend, so ein bisschen wie diese Schleimspielzeuge früher. Und dass ich es jetzt schon am Finger habe, ist wahrscheinlich auch nicht so Sinn der Sache. Die zweite Farbe kommt von Crazy Color. Auch das hatte ich noch nie und es ist die Nummer 68 Lime Twist. Und die Sonne kommt raus. Juhu. Ich hoffe, das reicht jetzt noch für die letzten 2 Minuten. Ich habe gerade die Vorhänge ein bisschen zugezogen. Was ich euch gerade sagen wollte, dass es erstmal so im Vergleich ziemlich ähnlich aussieht, das werde ich dann auf dem Kopf feststellen. Allerdings, ich bin mal so freigebig und packe da rein. Und wahrscheinlich wird mir das für immer in den Fingern bleiben. Ja, schade. Wahrscheinlich sind die ziemlich identisch. Aber vielversprechend, würde ich sagen. Und was ich auch noch da habe vom letzten Jahr, wo ich meine Haare neongelb hatte, ist von Directions Fluorescent Glow. Mein eigentlicher Plan war, von dunkel nach hell zu gehen, was vielleicht nicht ideal ist. Wie ihr es schon erkennen könnt, ich habe meine Haare frisch blondiert und sie sind jetzt auch ziemlich weißblond, wie ich gerade feststellen musste, als ich draußen in der Sonne war. Aber die Längen sind halt immer noch so ein bisschen graustichig, wobei das, wie gesagt, in der Sonne nicht so auffällt. Und von daher war es wahrscheinlich sinnvoller, das Helle an den Ansatz zu packen und dann nach unten hin dunkel zu werden. Habe ich aber, wie gesagt, keine Lust drauf. Es kann auch gut sein, dass ich dadurch, dass die Farben jetzt so ähnlich sind, ich vielleicht noch ja, ein bisschen Blau mit reinmische, dass ich einfach einen Ticken dunkleres Grün im Ansatz habe. Und ich weiß auch noch nicht so genau im Moment, ob ich meine viel kürzeren Deckhaare quasi extra abteilen werde, weil das ja nochmal einen anderen Effekt macht, als wenn ich sie quasi nur so in 3 Abschnitten färben würde, falls das jetzt irgendwie nachvollziehbar ist. Nun dann, ich werde versuchen, euch ins Bad mitzunehmen und dann werdet ihr wahrscheinlich sehen, was ich mache. Ich kann nur sagen, dass das Neongelb letztes Jahr mitunter fast ja ein bisschen unangenehm war. Also es ist wirklich noch viel krasser aufgefallen als alle anderen Farben, die ich bis dato hatte und ich denke nicht, dass es hier anders sein wird. Jedenfalls, ich wasche mir jetzt die Haare mit Reinigungsshampoo und dann gucke ich mal, was so auf meinem Kopf passiert. Ich bin gespannt, ihr auch? Nehme ich an. Ich weiß nicht, wie sehr oder ob man gerade überhaupt die Kirchenglocken hört, aber
Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen, falls es so ist. Ich habe keine Geduld mehr zu warten, bis die aufhören. Das wird nämlich 100 Jahre dauern gefühlt. Ich will diesen Teil des Videos jetzt endlich abdrehen, damit das irgendwie langsam online gehen kann. Das ist 2 Tage später. Und wie ihr gesehen habt, hat es mit der Bartaufnahme fantastisch geklappt. Ich habe wohl den Winkel falsch eingeschätzt. Wie dem auch sei, ihr habt nichts Wesentliches verpasst. Und bevor ich euch erzähle, was ich so genau gemacht habe, weil man es ja nicht sehen kann, und was ich ein Fazit daraus ziehe, gezogen habe, schalte ich euch mal die Farbe an, weil ihr bestimmt gespannt seid. Ich wäre es jedenfalls. Tada! Das ist es dann also. Es ist anders, als ich es erwartet habe, muss ich sagen. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Farbe rüberkommt im Video an sich, wie realitätsgetreu, weil man sich vielleicht denken kann, dass ich jetzt nicht so oft Aufnahmen gemacht habe, indem ich versucht habe, diese Farbe wiederzugeben. Ansonsten werde ich euch, denke ich, sowieso noch Bilder einblenden, wie es unter verschiedenen Lichtverhältnissen aussieht. Insgesamt muss ich sagen, ich habe mir viel mehr Mühe gemacht und einen viel größeren Aufwand, als eigentlich notwendig gewesen wäre, da ja, die Farbe nicht so viel hergegeben hat, wie ich dachte. Ich habe halt meine Haare, ich glaube, das erkennt man noch kurz, in diesen Bartclips in 2 Partien abgeteilt und wollte die Deckhaare so ein bisschen anders haben als die unteren. Ich habe mir quasi die dunkelste Farbe, was das Manic Panic Electric Lizard mit einem ganz kleinen Tick Midnight Blue war, in die Nicht-Deckhaare gegeben, beziehungsweise auch noch so vereinzelt einfach randommäßig rein, als ich gemerkt habe, dass das alles nicht so intensiv und deckend, wie ich es erwartet, erhofft habe. Und ich muss sagen, dass diese Mischung der Vorstellung, die ich von der Farbe hatte, irgendwie ziemlich nah kam. Allerdings, als ich es pur benutzt habe, ist es doch ein bisschen anders ausgefallen. Wie man erkennen kann, ist das Ganze doch recht gelblastig, was, denke ich, in erster Linie daran liegt, dass das einfach Farben sind, beziehungsweise ich schätze mal, dass es nicht an der Marke liegt, beziehungsweise an der Nuance an sich, die man nicht sehr gut strecken kann. Beziehungsweise die man nicht strecken sollte, wenn man wirklich dieses Neongrün haben will. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass es relativ gelblastig ist. In den Spitzen, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, habe ich damit gerechnet, dass es so ein bisschen, naja, matschfarben, nicht ganz so schön werden wird. Das ist halt jetzt so, das ist okay. Und was ich auch noch festgestellt habe, dass es tatsächlich einen Farbunterschied gibt. Also wie gesagt, das habe ich mir hauptsächlich in die Ansätze gegeben. Und das Crazy Color Gerät dann in diesem mittleren Teil hauptsächlich. Wie ich gemerkt habe, als ich den ersten Teil des Videos schon geschnitten habe, hat man tatsächlich, als ich diese beiden Farben nebeneinander auf das Kosmetiktuch gepinselt habe, da schon einen Farbunterschied gesehen. Insofern, dass das, wie gesagt, hier wesentlich gelber ist als die Manic Panic Variante. Und davon bin ich ursprünglich, als ich die Farben gekauft habe, auch ausgegangen. Das habe ich allerdings mit bloßem Auge nicht feststellen können. Nun ja, ihr seht es ja, ich muss damit rumlaufen. Das wird ganz okay, denke ich. Ich versuche jetzt gleich, jetzt ist gerade die Sonne nochmal rausgekommen, irgendwie Bilder in direktem Sonnenlicht zu machen, da ich denke, dass es da wesentlich intensiver sein wird, als es jetzt rüberkommt. Ich hoffe, es war irgendwie interessant für euch oder hilfreich, falls ihr darüber nachgedacht habt, euch auch diese Farben zuzulegen. Und ansonsten, danke für eure Zeit. Ich hoffe, dass wir uns ganz demnächst dann wiedersehen. Tschüss!